Willkommen zurück in dieser tobenden Mine unter der Erde. Und wie ihr erkennen könnt, leide ich immer noch an Angst. Denn ich habe seit einer guten Woche kein Minecraft mehr gespielt. Und jetzt bin ich so verweichlicht wie ein kleines Kind vor seinem ersten Schultag. Aber trotz alledem werde ich meinen ganzen Mut zusammenreißen und weiter durch diese Höhle gehen. Zuerst brauchen wir eine Spitzhacke, damit wir hier diese Pisse dann mitnehmen können. So. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte jetzt in diesem Part Diamanten finden. Und mir ist jetzt in dem Fall jedes Mittel recht. Denn jetzt werde ich mich nach unten graben. Und sobald wir unten angelangt sind, finden wir Redstone. wenn wir unten sind, ist die Chance, Diamanten zu finden, am höchsten. Aber zuerst möchte ich mich hier einmauern, denn ich habe hier auf Monster 0,00001% Bock. Deswegen hier alles zumachen. So, und erhellen. Gut. Nehmen wir einfach mal diese Pisse hier mit. Und es leckt bei mir. Hier sind wahrscheinlich die ganzen Mobs gespawnt, denn ich habe anfangs versehentlich auf Peaceful geschaltet. Da sind wohl die ganzen Monster gespawnt. So. Und ein bisschen Redstone können wir für uns automatische Cobblestone-Farmmaschinen bauen, obwohl wir da Schleimbälle dafür brauchen werden. Warum leckt es jetzt einfach? Warum leckt es jetzt so? Ich habe hier doch alle Anwendungen geschlossen. Es gibt gar keinen Grund, warum es lecken sollte. Egal, hier verschließen. Zack, zack. So. Ich glaube, ich übertreibe es ein bisschen mit der Helligkeit. Aber übertreiben ist besser als zu untertreiben. Ist ein Sprichwort, das ich gerade eben erfunden habe in Minecraft. Das machen ja auch nicht viele Leute. Sprichwörter in einem Minecraft-Let's Play erfinden. So, ich suche Diamanten für einen Enchantment Table. Damit können wir dann besser unsere Gebäude bauen. Das Problem ist aber, dass ich Angst habe auf diese Höhle. Ja. So, bald sind wir an der untersten Ebene. Ich korrigiere, wir sind an der untersten Ebene angelangt. Dem sogenannten Bedrock. An dieser Ebene werden wir auch Diamanten finden, wenn wir richtig graben. Und vielleicht auch Schleims, wenn hier eine Höhle in der Nähe ist. Hier ist Redstone. Schon. Ich dachte schon, hier wäre eine Höhle über uns. Und hier ist auch die Chance, Lava zu finden am höchsten. Unten. An der Bedrock-Ebene. Ich suche doch nur ein paar Diamanten. Und jetzt schlage ich mich durch Höhlen durch. Diamanten! Yay!
haben die ersten Diamanten im Spiel gefunden und eine Auszeichnung namens Diamanten bekommen. So, wir brauchen aber 5 für einen Enchantment Table. Den wir brauchen. Ne, 6 brauchen wir sogar. Kann sein. Ich glaube, ich muss nachschauen. Oje, oje. Mit diesem Dampf, den ihr seht, das ist bei jedem Bedrock so. Der unter der Ebene. Moment, der unter der Ebene. Nein, nicht kein Screenshot. Der unter der Ebene 11, glaube ich, ist. Und da unten ist auch die Sicht am kleinsten. Das heißt, man kann hier unten am wenigsten sehen. Ihr seht, bis da vorne schwindet schon ein bisschen die Sichtweite. Ich glaube, wir brauchen 5 für einen Enchantment. Wenn nicht sogar 6. Das kann noch was werden. Das wird echt schwer langsam. Aber wir haben unsere ersten Diamanten gefunden. Das ist doch schon mal was. Ich bin unter der Erde und habe 3 Diamanten bei mir, aber es ist noch zu wenig. Denn wir brauchen noch weitere. Und das sage ich schon zum 100. Mal, aber es ist leider so. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Ich bin so verweichlicht, Leute. Ich dachte schon, hier wäre Lava. Ich bin ein Weichei. Unter der Erde. Und finde nicht den Weg. Wir werden niemals den Weg nach oben finden, Leute. Wir sind hier unten gefangen. Unterirdisch. Unter dieser Höhle. Die niemals enden wird. Ich stelle gerade fest, mein Mikrofon steht falsch. Ist mir egal. Und es wird nachts. Oben. Es gehen auch langsam die Fackeln aus. Denn wir haben nur noch 63. Werden wir jemals den Weg nach oben finden, Leute? Ich weiß es nicht. Werden wir die Diamanten rechtzeitig in unser Zuhause bringen können, bevor mich die Angst packt, wir wieder rausrennen und schließlich sterben werden? Oder werden wir doch Glück haben und weitere 6 Diamanten finden? Weitere 3. Damit wir 6 haben und uns ein Enchantment Table craften können. Und verzauberte Werkzeuge. Wir haben ja schon Stufe 16. Also ich grab hier jetzt mich einfach so rum. So, jetzt reiche ich bis zum Rest meines Lebens diesen Baustein hier ab. Na, hier ist Redstone. Hier ist weiteres Redstone. Ich werde mich später freuen, wenn wir hier elektronische Anlagen bauen werden mit diesem Redstone. Redstone. Bedrock. Der schlechte Rock. Der schlechte Fels. Ich will zu meinen Schafen. Tut mir nicht alles für seltene Mineralien. Oje, oje. So. Diamanten? Sind die Diamanten? Hallo? Keine Diamanten. Schade.
Ist das ein Diamant? Ist das ein Diamant? Eis. Diamant! Nein! Eisen, mach mich nicht bekloppter, als ich schon bin. Ist das Redstone? Redstone Eisen. Na gut. Nicht Raucherzone, Raucherzone hier unten. Wie lange müssen wir noch aufnehmen? 20 Minuten? Krass. Ich will den Part jetzt schon beenden. Uiui. Ein 10-Minuten-Part. Na, wolltest du einen 10-Minuten-Part? Ich nicht. Ja, eigentlich schon, aber. Erde. Oh, unser Inventory ist voll Cobblestones. Was schmeißen wir denn weg? Ja, wir haben noch gar keinen Hunger, fällt mir auf. Schmeiß ich hier diesen Stock da weg? Diesen nutzlosen Stock. So. Sehen wir es positiv. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald unsere 6 Diamanten. Auch wenn es Pussy ist, ich weiß, aber ist mir egal. Ist mir völlig egal, was ihr jetzt denkt. Ihr wisst ja bereits alle, dass ich ein Weichei bin, was Höhlen angeht. Okay, hier ist, na gut, nehmen wir mal das Eisen hier mit. Hoffentlich bauen wir uns jetzt hier nicht so ein großes Labyrinth, dass wir nicht mehr herausfinden. Wir müssen ja noch zurück zu unserer Lagerstelle. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein wenig zurück. Ich muss vorher noch ein bisschen beleuchten. Hier liegt der Stock, den wir geschmissen haben. Ja, nehmen wir die Mineralien hier auch noch mit. Nur dumm, dass wir jetzt nicht durch können. Hier liegt Bedrock. Der schlechte Fels. Jetzt weiß ich, warum er schlechter Fels heißt. Hä? Wo geht's denn jetzt weiter? Haben wir uns jetzt verlaufen? Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht, Leute. Hallo, wo geht's hier lang? Ja, hier geht's lang. Oh Gott, ich dachte schon, wir sind hier verloren. Nein, so geht's weiter. Diesen Weg. Mach ich jetzt zu. Und tschüss. Gleich kommt da was runter, habe ich das Gefühl. Gold! Das Problem ist, wir haben jetzt unser Inventory voll. Ich dachte, das wäre der Stock. Den Stock! Muhahaha! So, hier noch ein bisschen Gold. Können wir uns Booster-Schienen und goldenen Äpfel herstellen? Oder was wir auch wollen. Goldblöcke, obwohl wir die gar nicht so richtig brauchen zum Bauen. Schon wieder! Gravel! Überall Gravel, das regt mich langsam auf. Ich hasse Gravel. Nein!
I hate gravel. I hate caves. I hate monsters. I hate zombies. I hate gravel. I hate it when ich hier, ach egal. I hate when I don't find no diamonds. I hate when I don't find no diamonds. That's right. That's so right. And my English is very, very good. In Anführungsstrichen zumindest. Diamonds. Kohle. Ja gut, ihr kennt den Kohle-Song alle schon. Dann müsst ihr nicht mehr von mir hören. Ich mag die Fäden eigentlich nicht wegschmeißen, aber mein Gefühl sagt mir, schmeiß die Fäden weg, die sind nutzlos. Ich schmeiß dieses Steinschwert hier weg. So, fick dich. What the fuck? Was haben wir denn jetzt aufgenommen? Diese Pflastersteine flacken hier überall. Jetzt haben wir das Schwert aufgenommen. So, Kohle. Aber ich will doch keine Kohle, ich will Diamonds. Ich will Diamonds und mich verpissen zu meinem Lager. Ich will Diamonds mich zu meinem Lager verpissen, die Melonenkerne holen und dann zurück zu meinen Häuschen. Obwohl wir jetzt schon ein volles Inventory haben, dann müssen wir wahrscheinlich mehrmals durch diese Höhle latschen. Na toll, Gold. Ey, Alter, Gold, Alter. Alter, scheiße. Ich glaube, ich baue mir da unten wieder so einen kleinen Unterschlupf. Ja, ein weicher Heavy. Ich brauche 1000 Unterschlüpfe, ich weiß. Also, falls ihr jetzt hatet, ich kann es voll und ganz verstehen, wenn es jetzt nicht spannend ist und keine Monsterkämpfe da sind. Ich bin jetzt noch verweichlicht vom Urlaub. Aber morgen kann ich euch versprechen, werden wir nicht mehr so verweichlicht durch die Höhlen herumziehen. Dann werden wir kämpfen bis zum Tod. Unsere Diamanten nach Hause tragen. Also wir brauchen zuerst noch weitere 6 oder 2, keine Ahnung. Wir brauchen 5, glaube ich, für ein Enchantment. Wir brauchen 3. Wir brauchen 3 für eine Diamantenspitzhacke, damit wir Obsidian abbauen können. Und wir brauchen noch weitere 2 allein für den Enchantment Table. Das heißt, wir bräuchten 5 Diamanten. 5! Schmeiße niemals Fackeln weg, hat mir meine Mutter immer gesagt. Aber ich hab's gemacht. Bist du jetzt zufrieden, Mutter? Okay, ich werde hier schon etwas peletrantisch und sage hier langsam Wörter, die ich gar nicht verstehe, was das heißt. Na, schmeiß mal Brot weg, oder das sieht aus wie Brot irgendwie, der Fisch. Warum haben wir Fisch dabei? Fisch hält so gut wie gar nichts an Nahrung auf. So, alles rein. So, das finden wir bestimmt wieder. Und die Diamanten auf jeden Fall rein. Denn lieber flaggen sie in der Truhe rum und wir können sie wiederfinden, als dass sie hier irgendwo auf dem Boden flaggen und verrotten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aufhören! So. Nein, ich wollte mir schon Pflastersteine craften, brennen. Dabei will ich mir jetzt das Eisen brennen, damit wir eine neue Spitzhacke bauen können. Nur mit Eisenspitzhacken können wir Gold, Redstone und Lapis und auch die Diamanten abbauen. Nehmen wir uns schnell das Schwert, platzieren eine Fackel und nehmen wir uns doch schnell diese Cobblestones und verpissen uns wieder zu unserer Basis. Und gehen in die Ecke und flennen und ritzen uns mit diesem Messer hier.
Und diese Musik macht mich auch ein bisschen verrückt. That music make me crazy. Spitzhacke make me crazy. Na gut. Gold. Und ich hoffe, hinter diesem Gold sind Diamanten. Oder wenigstens zwei. Keine Diamanten. Wir werden hier keine Diamanten mehr finden, fürchte ich. Keine Diamanten werden wir finden. Und ich werde hier langsam verrückt. Das ist Phase 1. Von der Skala Kevin wird verrückt. Kevin verändert seine Stimme drastisch. Steinspitzhacke. Ich baue es mit der Steinspitzhacke ab, wenn denn die Eisen brauchen wir für spezielle Ressourcen. Diamonds. Kommt schon, Diamanten. Zeigt euch. Ich habe vergessen. Es können hier auch Slime spawnen. Allerdings nicht, wenn wir so weiter graben wie hier. Denn Slimy spawnen erst ab einer Höhe von 3. Das heißt, es kann sein, dass hier Slimy spawnen könnten. Auch wenn es hell ist. Minecraft, bitte, hab Mitleid. Komm schon, ich will ein paar Diamanten, Alter. Hey, Alter, gib mir Diamanten her, Alter. So, ich platziere jetzt die Fackel und hoffe, dass Diamanten da sind. Ich weiß sonst nichts mehr, was ich sagen soll. Ich bin jetzt voll konzentriert auf Diamanten. Ich bin Diamantenverrückt. Genau, ich bin ein Diamantenverrückter. Ich riskiere mein Leben für ein paar Diamanten, Alter. Diamantenfieber. Ich glaube, im Dschungel habe ich mir das Diamantenfieber geholt. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Also wir sind hier momentan nur am extremen Diamanten suchen. Ist ziemlich langweilig, ich kann es verstehen, falls ihr jetzt nicht so begeistert seid von dem, was hier jetzt gerade abgeht. Alter, was geht ab? Nix geht ab, Alter. Diamanten gehen ab. Diamanten! Yay! Oh, danke Notch, Mojang und alle anderen, die da arbeiten. Wir haben jetzt endlich unsere Diamanten. Wenn auch mit einer Weichei-Taktik geholt, aber es ist egal. Komm Leute, ich bin hier so ein Weichei und habe meine erste Höhenerkundung mit Bravour gemeistert, sag ich mal. Aber am Ende haben die Nerven nicht gereicht. Also ich würde sagen, Höhle Kevin... 1:0 für die Höhle. Aber die nächste Höhlenerkundung wird anders laufen, das verspreche ich euch. Wir haben jetzt unsere 5 Diamanten, die wir brauchen. Für einen Enchantment Table. Und im nächsten Part werden wir den Ausgang suchen aus dieser Höhle, unsere Diamanten lagern. Und unsere Melonenkerne, wenn wir noch Zeit haben. Bis dann, Leute. Macht's gut. Und morgen geht's weiter. Mit einer spannenderen Höhlenerkundung als das, was hier jetzt gelaufen ist. Versprochen. Also Leute, bis dann. Servus.